Hermelin. Super geiles Schiff auf Tier 1. Meiner Meinung nach ein bisschen OP tatsächlich. Ich selbst bin ein wirklich großer, großer Anfänger in The World of Warships, muss ich ja sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt 50 Gefechte oder so auf dem Account. Und von daher bin ich wirklich überhaupt nicht gut in dem Spiel. Deshalb bitte seht es mir nach, wenn ich da nicht ganz so toll hier spiele, wie ich vielleicht The World of Tanks spiele. Weil wirklich, ich bin in dem Spiel einfach noch nicht gut. Und das weiß ich auch, das ist ja auch nicht schlimm, finde ich immer. Aber Spaß macht's mir. Ja, ich zeige euch jetzt ein bisschen was zu den Werten. Hey Hasenrudel. Jodi. Also die Hermelin. Die größte, sag mal, Überraschung für mich persönlich bei dem Schiff ist die Reichweite der Kanonen. 10 Kilometer, das ist für ein Tier 1 Schiff sehr, sehr krass. Und jetzt kommt die zweite geile Sache. Ihr habt eine Reload-Zeit von 4 Sekunden. Das heißt, ihr könnt, bevor der erste Schuss überhaupt angekommen ist, könnt ihr den nächsten rausfeuern und schon fast wieder den nächsten. Also eine Reload-Zeit von 4 Sekunden auf 10 Kilometer Entfernung bedeutet, dass so Noobs wie ich, ja, wir können einfach spammen. Wir können einfach immer gib ihm. Und die mobil ist auch noch, relativ mobil. 1500 Max Damage und 2300 auf den AP-Granaten. Das ist echt sehr stark, finde ich persönlich. Aber wie gesagt, ich kenne mich in dem Spiel nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, die ist OP oder die ist nicht OP. Ich persönlich finde sie sehr stark. Hab damit schon ein paar richtig geile Gefechte gehabt. Und sie macht vor allen Dingen Laune ohne Ende, weil dieses... Es ist einfach cool, du kannst einfach hier so, du drückst einfach die Maustaste, hältst sie gedrückt und alle paar Sekunden rattert das Ding hier halt ein paar Treffer raus. Also es ist einfach cool. Ansonsten 24 Knoten, ist glaube ich recht solide auf Tier 1. Gamescom! Das Schiff hat die Top Gun des Jagdtigers, ernsthaft? Das ist ja lustig. Na, wir werden jetzt alle vier deutschen Schiffe einmal durchspielen. Ich zeige euch einmal die Hermelin, einmal die Dresden, einmal die Bismarck, einmal die Tirpitz. Wobei ich persönlich mit der Tirpitz und der Bismarck halt überhaupt nicht klarkomme, weil ich halt einfach zu schlecht bin in dem Spiel. Das ist halt wirklich, wie als wenn man in World of Tanks mich, also den Spieler mit 50 Gefechten in den Tier 8 Premium Tank setzt. Der kann das halt nicht, ja. Das ist halt so. Ich kann das Spiel noch nicht so gut. Und deshalb spiele ich mit der Bismarck und Tirpitz halt total scheiße. Das ist halt so. Und kann euch immer gar nicht zeigen, was die Schiffe können, weil ich es halt nicht kann. Aber sie sehen geil aus und deshalb spiele ich sie natürlich trotzdem. Oh, was da für ein Lemming-Train ist, ne? Guckt euch das mal an, ey. Alle in die Inseln rein. Einmal ein richtig schöner Torpedofächer da rein und alle sind kaputt. Ja, öfter mal was spielen. Ich habe im Augenblick, also in letzter Zeit echt wenig Zeit zum Spielen an sich. Ich spiele eigentlich immer nur, wenn ich gerade am Streamen bin. Und da bin ich einfach mit World of Tanks halt schon relativ dicht. Ich habe halt ein sehr interessantes Berufsleben im Augenblick, wo mir leider nicht sehr viel Zeit fürs Zocken an sich bleibt. So, dann drehen wir mal ein, richten die ganz in die Richtung aus und dann geben wir mal dem Typen da richtig schön eine mit hier, der Albany. Ah, komm schon, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. 6. Auf geht er! Hui! Und jetzt passiert genau das, was ich meine. Du kannst halt einfach Dauerfeuer geben. Und selbst als nicht so guter Spieler mit bei 4 Sekunden Reload, da trifft man schon ab und zu mal. Es ist halt relativ einfach zu spielen und deshalb gerade für Anfänger finde ich persönlich eine super Geschichte. Dann kann man mal umschwenken. Dann kann man da mal ein bisschen hinten reinhalten. Ob man trifft oder nicht, ist halt einfach egal, weil man halt gleich eh wieder schießen kann. Wham, wham. So, man macht halt konstant einfach echt massiv Schaden.
so im Laufe der Zeit. Je nachdem, wie gut man halt das Spiel beherrscht und wie gut man trifft, macht man halt mehr oder weniger Schaden. Aber ich glaube, da hat man gerade schon gesehen, so ein bisschen zumindest hoffentlich, wo die Stärken der Hermelin liegen. Das ist halt diese Reichweite und die Schussfrequenz. Ich habe zum Beispiel in den High-Tier-Bereichen einfach das Problem, dass ich auf 20 Kilometer nichts treffe. Und wenn du halt im High-Tier-Bereich nichts triffst mit deinen großen Guns, dann ist das halt einfach eine Katastrophe für dein Team. Aber mit den kleinen Schiffen habe ich halt meinen Spaß. Ich meine, ich treffe ab und zu mal. Ich habe einfach Spaß an dem Spiel. Das ist halt ein schönes, entspanntes Geknatter. Was haben wir da? Oh, die steht doch, die Samson, oder? Steht die? Die steht doch. Oh, jetzt nimmt sie Fahrt auf. Wow, nice Hit. Nice Hit. Wow! Was war denn das, Alter? 8000er Hit. Ich glaube, ich habe gerade einen Ammo-Rack gemacht zum ersten Mal in diesem Spiel. Was war denn das? War das ein Blow-Up oder so? Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel überhaupt geht. Nein, was für ein Scheiß. Geil. Ich habe das echt noch nie gehabt, deshalb kam das jetzt für mich gerade sehr überraschend. Geil. Echt noch nie gehabt vorher. Gut, weiter geht's. Was haben wir hier als nächstes? Ist ja auch eigentlich egal, eine Eerie. Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht meinen eigenen Kahn abfackel. Wams! Ich jetzt gerade gegen die Insel gefahren? Nee, oder? See ya! Ah, null Damage da gemacht? Geht doch. Guck mal an, wer schon wieder 3 Kills gemacht hat hier im Low-Tier-Bob-Bereich. Nicht schlecht. Ja, Leute, ich fahre jetzt hier alle 4 deutschen Schiffe, die es zurzeit gibt. Die Hermelin, die Dresden und die Bismarck und die Tirpitz nacheinander alle einmal. Und zwischendurch machen wir noch das Tirpitz-Gewinnspiel. Was habe ich denn da für eine Medaille bekommen? Ah, vernichtender Schlag. Hohohohoho. Hatte ich auch noch nie die Medaille. Der verschwindet hinter der Insel. Okay, da. Ich will da über die Insel rüber. Na? Ach, er hat jetzt eher schon zerstört, okay. Nee, das Ding wird einfach der normale Tier 1 Kreuzer der Deutschen. Das wird der ganz normale Tier 1 Schiff werden, so wie ich das verstanden habe. Oh, jetzt dreht er da echt noch ab, ey. Na gut, da werde ich wohl wahrscheinlich nichts mehr abkriegen. Sieg! Im Oktober, habe ich gehört, kommen die Schiffe. Na, guck doch mal an, wer da an Rang 1 ist. Was geht denn? Ich sag ja, die kleinen Schiffe, die kriege ich schon so halbwegs hin. Also nicht gut, aber ein bisschen. Gut, das war die Hermelin. Jetzt machen wir weiter mit der Dresden. Danach geht's über... Oh.